Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal zu einem neuen Testvideo. Heute testen wir nämlich die Tricks in der White Edition. Bin ich schon sehr gespannt drauf, habe ich persönlich noch nicht gegessen. Gab es im Lidl in der Aktionsware für 1,79 €. Und dann schauen wir uns das Produkt mal an und dann wird natürlich wieder probiert. Ja, hier könnt ihr einmal das Produkt sehen. Eine schöne Aufmachung, schön weiß mit dem Twix. Und dann schauen wir uns mal kurz die Inhaltsstoffe an. Und die Nährwertangaben. Die Nährwertangaben seht ihr hier. Könnt ihr wie gewohnt gerne auf Pause drücken. Übrigens sind da 5x, 2x 23 Gramm drin, also insgesamt 230 Gramm. So, hier könnt ihr einmal die Zusammenstellung sehen, was an Inhaltsstoffen drin ist. Und jetzt würde ich sagen, packen wir mal eins aus. So. So sieht das gute Stück aus. Nichts Spektakuläres. Und dann schauen wir mal. Auspacken. Nehmen wir uns mal einen raus. Twix in Weiß. Machen wir mal einen durch. Das ist ja. Oh ja. Moment. Einfach total genial. Ich liebe dieses Karamell und Keks und weiße Schokolade. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze doch mal. Ja, und jetzt kommt wie immer das Beste, der Geschmackstest. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Mal riechen. Also sie riechen nach Keks. Und jetzt probieren wir einfach mal, ob die weiße Schokolade auch schön durchkommt. Ja. Die weiße Schokolade kommt richtig gut durch. Und auch der Keks richtig lecker. Das Ganze ist jetzt richtig heftig süß. Weil weiße Schokolade ist ja auch so super süß. Und es ist total spannend, wenn man es selbst vorher noch nie gegessen hat. Denn obwohl ich Twix eigentlich sehr gerne mag und auch weiße Schokolade, finde ich die mit der normalen Schokolade trotzdem besser. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Produkt schlecht ist. Es schmeckt wirklich lecker. Und auch dieser Karamell hat eine tolle Konsistenz. Aber man hat irgendwie nur süß, 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 süß. Aber das Produkt schmeckt wirklich nach dem, was auch draufsteht. Twix White. Man schmeckt ganz deutlich die weiße Schokolade. Mein Favorit ist es jetzt nicht. Ich würde dem Ganzen 7 von 10 Punkte geben, da ich einfach die richtigen Twix, die ganz normalen, leckerer finde. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Habt ihr die schon mal probiert? Falls ja, schreibt mir mal eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Da bin ich gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich super drüber freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.